Also, heute beschäftigen wir uns ein bisschen mit dem Thema, was machen wir mit dem Helm, wenn wir fertig sind. Dazu gibt es auch Helmhalterungen, so sieht sowas aus. Das habe ich jetzt gefunden im Internet, For You Online-Handel. Die kostet so gute 10 Euro. Ist im Prinzip ein Drahtgestell, der Helm kommt drauf, wird an die Wand geschraubt, hält dann bombastisch. Ist meiner Meinung nach Spielerei, aber für 10 Euro, dafür, dass die Helme nicht irgendwo rumfliegen oder auf dem Motorrad an der Wand kratzen oder so, finde ich es eigentlich eine ganz coole Sache. Ist relativ simpel, zwei Löcher bohren, das Ganze dran schrauben und schon hält's. Nach einer stressigen Tour kann so ein Helm auch mal super auslüften und trocknen. Und ja, finde ich eigentlich eine lustige Spielerei, ich wollte euch das nur mal zeigen. Und vielleicht hat der ein oder andere ja doch Interesse, sowas auch mal bei sich in der Garage, im Wohnzimmer oder so anzubringen. Ja, fertig montiert sieht das Ganze so aus, also ist auch relativ stabil. Ich finde, das hat optisch schon einen Reiz irgendwie. Gut, mit meiner hässlichen Wand jetzt noch nicht, aber die Wände werden ja auch irgendwann nochmal verändert. Zum Abnehmen, den Helm einfach oben rausziehen, gut ist. Und wenn ihr das geliefert bekommt, sieht das Ganze so aus. Ist in Plastik eingepackt. Das Ganze ist ein einfaches Drahtgestell, hält also eigentlich auch ganz gut. Hier sind zwei Schrauben, Abdeckkappen und Dübel schon dabei. Und dann geht es eigentlich auch los. Man braucht sich nur zwei Haltepunkte anzeichnen. Also zwei Haltepunkte angezeichnet. Mit einem neuen Bohrer, zwei Löcher rein und dann kann man quasi auch schon festschrauben. So, wenn die Löcher drin sind, geht es dran, die Dübel reinzustecken. Zwei Stück sind dabei. So, wenn die Dübel drin sind, geht es mit der Zehnernuss und der Ratsche und den Schrauben auch schon daran. Fertig montiert. Und schon haben wir auch eine ordentliche Haltung für den Helm. So schnell und einfach habt ihr eine ordentliche Helmhalterung, eine ordentliche Ablage für euren Helm. Wenn ihr Spaß dran habt, macht's nach. Lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre toll. Ihr könnt auch gerne bei Facebook vorbeigucken. Und wie immer, ich mache euch den Link zu diesen Halterungen klar in die Kommentare. Ich finde es eine saubere, gute Sache. Es wackelt zwar ein bisschen, ist vielleicht auch für Reiterhelme gedacht. Motorradhelme halten aber super da drauf. Sieht ganz cool aus. Ich kenne auch jemanden, der hat es in seinem Wohnzimmer, hat die Lederkombi drunter hängen. Ist eigentlich eine schnieke Sache. Und in diesem Sinne, viel Spaß.